Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, heute sind wir wieder etwas pünktlicher dran, nachdem ich euch gestern, na, ich habe euch ja nicht vergessen, so ist es ja nicht, ne? Aber diesmal habe ich das Video gemacht, bevor ich einschlafe. So, wir wollen hier mal den Autohof, die Tankstelle verlassen. Das kannst du ja nicht Autohof nennen. Das ist lachhaft. Tankstelle verlassen, wollen unsere Tour fortsetzen. 159 Kilometer haben wir noch vor uns. Das ist jetzt nicht mehr so die Welt. Ich glaube, ein bisschen werde ich doch bei Schnee fahren. Mal gucken, was wir von der Karte schon so erkundigt haben. Vor allen Dingen dem neuen DLC. Sonst fahren wir in diese Richtung nochmal rein. Und dann müssen wir mal schauen. So. War ein kleiner Abstecher. Ach, können wir hier bleiben? Nee, ist eine Einschleifspur. Ach, der ist schon. Ah, Mensch. Ah, Kollege hier. Schön nach links ausgewichen, damit ich drauf kann. Das ist doch perfekt. So soll das sein. So, da ist eine Autobahnausfahrt. Wir fahren trotzdem links drüber. Wollen hier vorbei. Genau, ich wollte noch nach einem schicken LKW-Mod gucken, ob es da vielleicht irgendwas Neues gibt, was wir mal wieder fahren können. Ja, dieser Ford an und für sich kann man jetzt hier erstmal nicht meckern, ne? So, ja, wir haben übrigens immer noch den 12. Genau, den 12. 1. Alle, wir müssen mal überlegen, es war gerade Silvester, das Jahr ist schon wieder 12 Tage alt. Das ist, wo, ganz ehrlich, wo geht die Zeit hin? Das ist unglaublich. 4:37. Es ist 4:37, genau, in real time. Die Kosten für Kraftstoff und warum war es denn? Der bezahlt es aber aus eigener Tasche. Ich glaube, es geht langsam los. Nächstes Mal wartest du gefälligst, bis du eine Fracht kriegst. Ich sollte mein Geld mal auf 0 Euro cheaten und dann mal gucken, was so bei zusammenkommt pro Fahrt. Könnte ich ja theoretisch machen. Ich habe ja diese Cheat Engine dafür. Das sollte klappen. So, ich glaube, Sound und Spiellautstärke, das passt so einigermaßen zusammen. Ja, Qualität wird immer besser. Anders kann man das nicht sagen. Ja gut, was, ja, man macht es ja nicht erst seit gestern. Ich finde das nice, dass einige YouTube-Kollegen, ja, die sind natürlich auch aus größeren Projekten und überhaupt, dass die tatsächlich innerhalb weniger Monate schon ihre 1000 erreicht haben. Das ist schon genial. Daumen hoch, Falco Hirschfeld, auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Respekt, Alter! Ich bin noch so weit entfernt. Ich glaube aber auch die irgendwo in großen Projekten gesteckt haben, die dort bekannt geworden sind. Wenn man schaut, wie viele Leute dort schauen, dass es dort vielleicht etwas einfacher ist. Wie sagt man so schön, man nimmt Kunden mit, wenn man etwas beendet. Nicht, als meine Schwester damals von der Allianz zur LVM gegangen ist, hat sie auch etliche Kunden nicht absichtlich mitgenommen, weil die Kunden gesagt haben, nö, wir kommen mit, wir wechseln an die Versicherung, wir möchten weiter von ihnen betreut werden. Ja, jetzt fährt meine Schwester LKW. Auf den Bock. Was jetzt? Ja, kannst mich mal. Du kannst mich mal. Ich habe hier noch Kohle, weißt du? Kannst du alles haben. Willst du eine Milliarde abhaben, dann kannst du deinen Job an den Nagel hängen. Dann brauchst du nicht mehr unschuldige LKW-Fahrer blitzen. Mal, hörst du bald mal auf damit?
Das würde ich mir von SCS auch mal wünschen. Ein bisschen realistischer. Erstens mal ist das, wir sind in Deutschland, das ist kein deutsches Martinshorn. Und geblitzt ist, wenn du geblitzt wirst, dann auch nur einmal pro Strecke und kein zweites Mal. Und schon gar nicht vom gleichen. So. Gell, war da habe ich einen verschleierten Blick. Kilometer noch, meine Güte. Dann sind wir aber schnell. Hälfte der Zeit schon wieder weg. Hälfte der Zeit schon wieder weg. Gerade ein lecker Teechen getrunken. Der Durst muss gelöscht werden. Ja, kannst ja morgens um 3 kein Bier trinken. Das geht ja nicht. Mein Gott, es gibt Leute, die machen das. Was hat mein Onkel damals, als der noch lebte, wenn der morgen, bevor der zur Arbeit gefahren ist, hat er sich erstmal ein Bierchen reingepfiffen. Er brauchte so sein, ich meine, er war jetzt nicht betrunken oder so, aber er brauchte morgens einen gewissen Pegel. Was hast du denn da drauf? Kühlschrank oder was? Was ist das überhaupt für einer? Mal gucken. Alter, was hast du genommen? Da sehe ich doch hübscher aus. Ja, Dominik und Markus, ihr werdet euch wundern, das sind meine beiden nicht mehr lebenden Kinder. Und so sind sie halt immer dabei. So, wo müssen wir hin? Hier fahren wir noch drüber. Da ist unsere Garage. Da können wir dann gleich hinfahren, wieder zum Pennen. Pennen, Volltanken, Werkstatt müssten wir eigentlich mal haben. Da können wir gleich dran vorbeifahren, wenn wir unsere Fracht abgeliefert haben. Ich glaube, so viel Zeit haben wir in dieser Folge locker noch. Warum rollst du rückwärts, Mann? Was soll das? Das ist echt die Feststell. Bremse anziehen an der Ampel. Kann man nicht angehen. Komm, Busmann, fahr. Falsch rum stehen wir. Nein, ich brauche keine Einparkhilfe. Das klappt schon irgendwie. Auch wenn die Lenkung ein bisschen merkwürdig ist und er sehr seltsam reagiert beim Zurückfahren. So, mal meinen Alabasterkörper aus dem Fenster halten. Gleich stecke ich wieder fest. Und wehe, du machst wieder die Fensterheber hoch, du. Dann ist aber zappenduster, Mädel. Ja, es ist kalt draußen, ich weiß, aber es nutzt ja nichts. Ja, hier, Mensch, souveränes Einparken, ne?
So, ja, natürlich haben wir das ausgezeichnet gemacht. Schade, dass es hier jetzt irgendwo, dass wir auf dem Level sind, wo es, ja, wie soll ich sagen, wo es nicht mehr weitergeht. Nicht, man macht im Entschuldigung. Man macht im Grunde genommen eben nur noch jeden Tag das Gleiche. Das ist, ja gut, man kriegt jetzt eine gewisse Routine rein, aber es passiert im Prinzip nichts Neues mehr. Es ist ein bisschen schade. Aber wir wollten ja nach Hamburg fahren, ne? Aber wir werden jetzt erstmal zur Werkstatt fahren. Und nach der Werkstatt werden wir dann in unserer Garage eine Runde schlafen. So, Wartung. Ja, das sind die üblichen Wartungsgeschichten. So, ein Blick auf die Map. Wo ist denn unsere Garage? Die ist da. Wir könnten aber tatsächlich hier lang fahren. Nee, komm, 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 komm. Route zurücksetzen. Wir könnten tatsächlich hier lang fahren. Und hier dann Route zurücksetzen. Hier rum. Okay, das kriegen wir hin, würde ich mal sagen. So, vom Hof wieder runter. Ich war das nicht. Aber Sie können mal den Kratzer noch mal entfernen. So. Was haben wir gesagt? Wir fahren links oder rechts rum? Links rum. Können ja auch Katja Nadine mal wieder fahren lassen. Wäre doch auch mal wieder eine Maßnahme, oder? Ja, ich habe mich ein bisschen verfahren. Entschuldigung. So. Ja, liegen dadurch natürlich jetzt super im Zeitlimit, ne? So, Runde schlafen. Und wir gucken mal einmal auf den Frachtmarkt, aber ich will mal sehen, ob ich eventuell für die nächste Tour dann tatsächlich mir einen neuen Truck hole oder wie auch immer. So, kommen wir denn jetzt von Bremen nach Hamburg? Das kann nicht angehen, ey. Keine Frachten für Hamburg. Verstehe es nicht.
Da, Bremen-Hamburg, ein Traktor könnten wir fahren. Das wäre ein Gigaliner, das wäre auch mal wieder was. Gebrauchte Autobatterien. Also die haben tatsächlich was für uns. Immer noch Weihnachtsgeschenke? Aha. Also das irritiert mich jetzt, denn normalerweise gibt es dann immer kurz nach so einem Event sehr schnell ein Update und dann ist das wieder verschwunden. Ich meine, wir haben jetzt Mitte Januar und wir fahren immer noch Weihnachtsgeschenke durch die Gegend. Oder sind die schon fürs neue Jahr? Wie dem auch sei, wenn es uns gef euch, wenn es euch, wenn es uns, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Schaut doch mal auf meinem Twitch-Kanal rein. Alles unten in der Beschreibung verlinkt. Dort gibt es auch ein paar Affiliate-Links, die ihr anklicken könnt. Und wenn ihr Bock habt, könnt mich auch gern unterstützen für neue Software und so weiter und so fort. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich auf die nächste Tour mit euch und wünsche euch einen angenehmen Tag. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut.